Hier in Wittgenstein zu pflanzen, weiß nicht. Nicht so richtig. Für mich schon. Ja. Nee, ja, klar. Ja, und dann ist es so, noch eine andere Sache, die relativ wichtig ist, warum man eigentlich Naturverjüngung bevorzugen sollte. Das ist alles völlig logisch. Also wenn man irgendwelche neuen Baumarten pflanzt, kriegt man die von der Baumschule. Ne? Ja. Und man pflanzt immer nur relativ wenig Exemplare auf einen Hektar. Nicht Millionen, wenn da eine Buchen-Naturverjüngung ist. Also so mal als Gegensatz. Ne? Und je mehr Bäume man auf der Fläche hat, junge Bäume, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein paar tolerante, angepasste dabei sind, die sich halt durchsetzen. Das ist halt die Natur. So arbeitet die Natur. Da ist irgendwas und die Stärksten oder Bestangepassten setzen sich durch. Ne? Und der Natur muss man halt diese Chance geben. Das ist genau dasselbe bei den Buchen zum Beispiel. Da wird ja jetzt auch gesagt, na, ob unsere Buchen das auch noch weiter verkraften werden. Die haben natürlich jetzt auch schon Schäden. Nicht so wie die Fichte, aber schon auch. Und da muss man halt sagen, das kann schon sein, dass die jetzige Generation auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber die vermehren sich ja. Und bei den jungen Buchen, die werden dann halt nach Trockenheitsresistenz selektiert, weil das halt so viele sind. Solche Flächen sehen wir vielleicht auch nochmal. Ne? Und diesen Vorteil muss man halt ausnutzen. Ne? Wenn man halt von einer neuen Baumart nur so ein paar pflanzt, auch man darf halt nicht einfach irgendwie irgendwelche Bäume in den Wald pflanzen, ne? Sondern da gibt es halt auch ein Gesetz drüber. Und Baumschulen dürfen halt praktisch nur Vermehrungsgut, also Samen, verwenden aus anerkannten Beständen. Und die sind anerkannt worden nach den Kriterien Leistung, also dass sie möglichst schnell pflanzen, wachsen, und Qualität, dass sie halt nicht krumm werden, nicht Zwiesel bilden und so weiter und so fort. Aber dabei hat natürlich bei dieser Anerkennung dieser Flächen hat natürlich die Resistenz gegen Trockenheit überhaupt noch keine Rolle gespielt, weil da hat man überhaupt noch nicht dran gedacht. Ja? Und das wird sicherlich jetzt auch in Zukunft eine größere Bedeutung gewinnen, hat es aber zurzeit noch nicht. Das heißt, wenn man zurzeit Baumschulpflanzen nimmt, das sind dann halt die, die richtig lospowern. Das heißt aber nicht, dass die am besten angepassten sind. Das können zwei verschiedene Sachen sein. Ja. Also vorsichtig. Und Douglasie, man sagt halt auch, die ganzen abgestorbenen Fichten jetzt müssen halt irgendwie ersetzt werden, weil unsere ganzen Sägewerke, die brauchen halt Nadelholz im Wesentlichen. Was natürlich auch stimmt, zum guten Teil. Und mit der Fichte wird es zu Ende gehen. Auch wenn das jetzt nicht der Todesstoß ist, langfristig wird die hier im Sauerland sicher keine Zukunft haben. Und aber wenn man dann daran geht, eine andere Baumart auf Riesenflächen anzupflanzen, dann programmiert man sich natürlich wieder das selber, Hallo. Was halt mit Monokulturen verbunden ist. Das ist egal, ob das Fichten sind oder Douglasien oder sonst was. Es ist immer ein Risiko. Man kann sich das ja vorstellen. Mischwald, da können die einen können ausfallen, die einen Bäume, die anderen sind da. Sprich, nie alles gleich machen auf großer Fläche. Das ist die große Grundregel dabei. Man kann durchaus noch ein paar Douglasien pflanzen. Auch Fichte wird aus Naturverjüngung, man sieht es ja überall. Da wird auch in Zukunft Fichte hier wachsen. So ist das nicht. Ne? Nur es sollte nicht mehr so rein bestandsmäßig sein wie bisher. Und es sollte auch immer Laubholz dabei sein. Weil die Laubbäume mit ihrem Laub verbessern den Boden halt auch ganz entscheidend. Wurzeln ganz anders. Und machen den Wald einfach stabiler, auch wenn sie vom Holzertrag vielleicht nicht so hoch sind. Aber gerade in Deutschland ist ein Industrieland, da spielt halt Land- und Forstwirtschaft nicht die riesige Rolle. Da müssen wir uns halt einfach erlauben können, auch auf andere Sachen mehr Wert zu legen. Ja. Stimmt das denn, dass die Fichte eigentlich gar nicht hierhin gehört? Die Fichte war hier ursprünglich nicht heimisch. Also ist in Deutschland schon beheimatet gewesen, so Schwarzwald südwärts alles, im Harz auch, das ist praktisch das nördlichste gewesen, halt in höheren Mittelgebirgen, aber hier im Sauerland überhaupt nicht. Ist im Prinzip auch erst seit etwas über 200 Jahren hier angepflanzt worden. Also für Bäume überhaupt noch nicht lange. Ne? Nee, gar nicht. Gar nicht lange. Und ja. Das war damals, vor 200 Jahren, das war hier halt alles Buche und Eiche. Und hier hat ja eine Wiesenwolle Grubenholz auch schon immer gespielt. Also der Wald ist da schon auch relativ intensiv genutzt worden. Nur hat man dann halt gesagt, irgendwann
damit wir den Wald schnell wieder aufbauen, der ziemlich ausgebeutet war, auch für Energie, weil Kohle und so, das ging ja auch erst vor 200 Jahren los. Ne? Muss man halt was Schnellwachsendes anpflanzen. Und das war halt die Fichte dann erstmal. Also das ist nichts, was immer schon hier war, auch wenn man das jetzt so denkt vielleicht, wie die Landschaft so aussieht. Es ist relativ neu. Eine ganz einfache Sache eigentlich auch. Jeder Wanderer, ihr seid ja auch Wanderer, ne? Ja. Wenn es gerade kräftig regnet und man sich unterstellen will, wo geht man hin? In einen dichten Fichtenbestand. Ja, weil da erstmal kein Regen am Boden ankommt. Ja. Ist ja auch eine gute Sache. Die Fichten haben das eigentlich auch nicht nötig, denn da, wo die eigentlich von Natur aus wachsen, regnet sehr viel. Allein schon im Schwarzwald, da ist ja doppelt so viel Niederschlag wie bei uns. Und im Harz auch. Da geht es denen halt viel besser und die müssen nicht Wasser sparen. Genau. Aber hier, oder ich meine, hier geht es ja noch, hier regnet es ja auch relativ viel, aber wir haben ja noch viel trockenere Regionen, wo die Fichten angepflanzt worden sind. Da haben die halt ein dauerndes Wasserproblem. Klar. Selbst wenn es mal kein Dürrejahr ist. Weil sehr viel von dem Wasser, was oben drauf kommt, das wird halt sofort wieder verdunstet. Ja. Das erreicht gar nicht den Boden, weil die halt auch so dicht benadelt sind. Und wo es vor allen Dingen aufs Trinkwasser ankommt, gibt ja gerade im Ruhrgebiet auch Ruhrverband und so, die halt Trinkwasser erzeugen wollen. Die pflanzen hauptsächlich Laubbäume, weil da halt viel mehr Wasser im Boden auch ankommt. Klar. Also das Doppelte wie bei Nadelbäumen. Und wie gesagt, in Zukunft wird Wasser so ungefähr das Allerwichtigste werden, was wir haben und was wir brauchen. Und da müssen wir halt auch, was Waldbau angeht, das berücksichtigen. Ja. Ich sage halt nicht von wegen, man darf den Wald gar nicht mehr nutzen und so, Holznutzung ist schlecht. Quatsch, natürlich brauchen wir Holz als Rohstoff. Nur diese anderen Gesichtspunkte, Naturschutz, Wasserschutz, Klimaschutz, das muss halt stärker berücksichtigt werden in Zukunft. Ja, vor allem Klimaschutz, weil der CO2 ja gebunden wird dann. Genau, das ist die eine Funktion in Richtung Klimaschutz, die Bäume haben. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich, dass große Wälder sich ihr eigenes Klima machen. Man kennt das so ein bisschen vom Amazonas. Die kühlen die Landschaft richtig runter, eben durch die Verdunstung der Bäume halt auch. Ne? Und da ist es halt schon so, je mehr Wald man hat, desto besser. Und dabei auch wieder sind die Laubbäume klar die besseren. Sogar bei der CO2-Speicherung. Also das ist halt so, dass die dichteres Holz haben, die Laubbäume, die speichern wesentlich, also pro Kubikmeter speichern die wesentlich mehr CO2. Die Nadelbäume gleichen das ein bisschen aus, weil sie schneller wachsen. Ja. Aber das nützt gar nicht mal so unbedingt viel, weil sie auch relativ schnell geerntet werden. Und dann ist es halt so, man sagt ja immer, in Holz wird das CO2 langfristig gebunden und kann da nicht freigesetzt werden in die Atmosphäre. Das stimmt auch bei Bauholz, wenn man seinen Dachstuhl hat und so und der dann, was weiß ich, 70 Jahre drin ist oder so. Aber der Großteil des Holzes, was genutzt wird, wird für Verpackungen genutzt. Gerade in Corona-Zeiten, da hat ja auch das Paket zuschicken enorm zugenommen. Und das wird natürlich auch relativ schnell verbrannt. Und da ist das CO2 in der Atmosphäre. Ja. Also zur CO2-Speicherung sind die lebenden Bäume viel wichtiger. Das wird aber ein langes Video. Das ist kein Problem. Ich mache da auch mehr Teile raus. Ja, mach mal.